Also hier. Flora, ein buntes Moos, das auf felsigem Untergrund wächst. Meist auffindbar auf Felsen in den Gewässern des Klingorwalds. Seltenes Quetschmoos findet sich oftmals. Moment. Selteneres Quetschmoos findet sich oftmals auf Felsen in den Gewässern am Werbekessel im Werbekreisgebiet des Kinglor Waldes. Beste Qualität: Regen. Ach, wenn es regnet, oder was meint ihr dann immer damit? Zusätzliche Informationen: Quetschmoos wächst auf felsigen Untergrund und reagiert außergewöhnlich sensibel auf Feuchtigkeit. In der Nähe vom Wasser wächst es dichter und schneller heran. Es ist ein enger Verwandter des Blauwolkenmooses. Moose sind kleine, blühende Pflanzen ohne Leitgewebe, die auf Pandora in zahlreichen Varianten vorkommen. Moos wird von den Navi gesammelt, um beim Kochen, Bauen sowie für die Herstellung anderer Dinge verwendet. Wird das Moos ordnungsgemäß getrocknet, ist es ein wertvolles Dämmmaterial und wird für seine Saugfähigkeit geschätzt. So, dann wollen wir mal. So. Okay. Das haben Er wir ist gemacht. eine Art Erd Warte mal, da gab es noch. Erfinder. Ja, Protokoll, irgendetwas noch hier, Entwurf. Granatfall. Okay, aber das habe ich ja Du noch hast dich nicht. schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus TRP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. Wer bist du? Taylan, dieser Ort zieht dich magisch an. Und du hast noch einen Navi dabei. Alex baut Sachen, Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist SID, mein System-Interaktionsdeck. Guter Name, oder? Bisschen Ja. schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Das habe ich speziell für Navi entwickelt. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und THP-Teilen. Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen, falls gewünscht. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen, oder? Können wir? Können wir, wenn Das er klingt uns nach dazu Spaß. lässt, ja. Ihr könnt alle einen haben. Komm, probier es aus. Oh, die Katze kratzt wieder den Teppich. Oh, Der da kriegt die RDA Krise. kriegt auch Nala. noch ihr Fett weg. Okay. Drücke 5, um Seed auszurüsten. 5. Ich hoffe, dass es den Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage findet. Okay, Siehst du die da. Kabel unter dem Boden? Ja. Du solltest ihnen bis zu den Wartungsfeldern folgen können. Probier es mal aus. Die tun so, als hätte Pandora endlos Ressourcen. Ich meine, die halten schon eine ganze Weile. Aber sie werden Was muss ich denn zu jetzt mal? Hause. Finde die Frequenz. Das sind Halte, geschlossene Systeme, so sehr man um das sie auch zu aktivieren. ignoriert. Dann benutzt du Q und E, um die korrekte Frequenz zu finden. Beide Kreise müssen sich überlagern. Okay, ich halte das mal so fest. So, Meine perfekt. Daten zeigen auch oben einen Fehler. Bestimmt die Verkabelung. Ah, Kannst ich du guck schnell mal. nachsehen? Das Ja. sollte sich an die Frequenz heften. Ein Kinderspiel. Kinderspiel. Ach, mir fehlt das Kindsein. Ach, bitte Nala jetzt nicht beißen, ne? Sie beißt immer, wenn sie nicht. Die muss beißen, damit sie dann. Aufmerksamkeit bekommt. Und wo beißt sie mich? In meine Finger hinein, ne? Immer in die Finger hinein. Ja. Die Maestro. Immer schön in die Finger hinein. So, bleib mal da oben. Komm, geh mal hier hoch. Jetzt liebe Kätzchen. Sehr schmuselastig, diese Katze. So, okay, aber weiter geht's. Da hätten wir noch mal einen, siehst du?
Da haben wir es doch, siehst du? Da haben wir die doch alle. Innerhalb der Questgebiete des Hauptquartiers der Widerstands. Okay. Das haben wir. Boah, das ist echt riesig hier, das Hauptquartier, ne? Das ist ja Wahnsinn. Können wir eine richtige Rundreise ja schon hier. War da noch irgendetwas, was ich übersehen haben sollte? Erstmal nicht, ne? Oh, hier ist die Chill-Ecke. Es gibt so viel zu lernen von den Clans. Ich hoffe, sie... Hey, Alex, ich habe den Fehler gefunden. Nur ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Benutze Seed und hacke den defekten Node in Hauptquartier des Widerstands. Ziele auf den defekten Node und finde die Frequenz um den... Okay, das habe ich ja schon. So, da. Navigieren. Was ist denn das jetzt hier? Okay, da hoch, da rein. Da. Hier ist gehackt. Ich glaube, ich hab's. Aha. Siehst du? Nützlich, oder? Ich habe Alma gesagt, dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Wenn du das sagst. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. Das hat immerhin geholfen, ne? Davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Eine Einweisung, okay, das fehlt mir auch noch. Eine Einweisung in was denn? Die Verschmutzung ist widerlich. Oder? Piek rein. Piek du rein. Hacken, wenn du das Seed verwendest, werden Redeargeräte nicht hacken. Ist ein Pilz, der darf ja schwammig sein. Aber der hier ganz besonders. Wir sollten den Widerstand weiter aufbauen. Diesen Ort so schön machen wie zuvor. Okay, das machen wir. Wir kommen bei den Grünen. Vielleicht verrät Anophemia ein paar ihrer heilenden Mixturen. So, warte mal. X nochmal. Hier ist eine Werkbank. Oh, Herstellungstisch. Wähle einen Entwurf und Herstellung aus. Okay, zum Beispiel, wir hatten doch hier diesen Bogen. Jagdbogen, aber uns fehlt das Material, glaube ich, ne? Jagdbuch, ja. Uns fehlt leider das Material. Vergleich, Schaden. Details ausblenden, automatisch füllen. Es geht leider nicht, weil uns fehlt das Material. Gut, okay. Aber hier ist zumal, das ist schon mal interessant, dass wir den Herstellungstisch gefunden haben. Ja, was ist hier? So, den Knopf verwechsel ich ab und an mal. Hier geht's raus. Hier bin ich aber weit oben, ne? Ich bin da unten gewesen. Ich höre diese Musik. Wo ist sie denn? Hier? Woher kam die denn? Da aus der Höhle. Da bist du ja. Phelan meinte, du wärst draußen. Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Mhm. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden sie erfahren. Definitiv. Die Wege der Sarentun neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Wir sind frei. Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Aber wohin? Wohin wir wollen. Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Ritnella, Daylan,
Dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Mhm. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Priya hat mir ihr Funkgerät gegeben. Ja, sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Das hoffen wir mal, ne? Eher nicht. Nor, bitte. Komm schon. Alle warten. Okay, okay. Gib mir nur einen Moment. Das Licht ist anders hier draußen. Ich will es genießen. Waren wir nicht lange genug eingesperrt? Immerhin schlafen wir heute unter den Sternen. Wie früher. Keine Ahnung, wie ich das alles wieder gut machen soll. Vielleicht geht das auch gar nicht. Gut. Nahrung brauchen wir jetzt erstmal nicht zu nehmen, ne? Wird die RDA nicht so schnell vergessen. Versteck. Ach, das ist hier mein Dings. Versteck ist leer. Hier könnte ich natürlich alles lagern, ne? Okay. Wir leben nicht mit denen drinne, wie ich das jetzt verstanden habe. Wir schlafen gerne in der Natur drauf. Im Trockenen, versteht sich aber, ne? Und jetzt nochmal ein Werktisch. Okay, wir haben nicht so viele Werkzeuge noch nicht. Was ist das für ein Gerätschaft hier? Ist das eine Küche? Oh ja. Hier können wir doch... Ja, guck mal hier. Zutaten besitzen verschiedene Wirkungen. Indem du eine spezifische Zutat auf dem primären Kochplatz verwendest, bestimmst du die Art der Wirkung, die das Gericht verleiht. Das erstmalige Kochen mit einer Zutat verrät die Wirkungsart, die es enthält. Lege eine Zutat auf den sekundären Platz, um die Dauer der Wirkung des fertigen Gerichts festzulegen. Ja, die sekundäre Zutat, Rezepte. Ich habe keine Rezepte, Nick. Du kannst deine bevorzugte Gerichte als Favoriten hinzufügen. Du kannst das Kochen beginnen, indem du ein bereits gekochtes Rezept auswählst. Oh. Aber ich habe leider keine Gewürze da, damit ich das geschmackvoll gestalten kann. Und was habe ich denn hier für der Ration? Essen und... Da sind noch ein paar Pflanzen überall. Um Pfeile zum Beispiel herzustellen oder sowas. Ja. Nee, da ist aber sonst, ist hier erstmal Pustekuchen, ne? Was ist das? Hier, Leopardenpalme, Flora. Ah, da will ich vielleicht gerade raus, gucke ich gerade, warte mal. Leopardenpalme, Flora. Meist auffindbar auf Lichtungen im Regenwaldbiom des Kinglorwalds. Seltenere Schutzfrüchte. Früchte sind oft auffindbar in zugewachsenen RDA-Einrichtungen im Kinglorwald. Beste Qualität, Regen, ein fruchttragender Kieferbaum, der durch seine charakteristischen gepflegten Blätter auffällt. Die Leopardenpalme gedeiht in heißen und feuchten Klima mit wasserhaltigem Boden. Aha, okay, interessant. Kann ich Früchte nehmen? Ja. Sammelsteuerung. Das Sammeln auf Pandora erfordert ein sorgfältiges Vorgehen, um die Pflanzen nicht zu beschädigen. Um Pflanzen zu sammeln, drücke. Ja. Wahrscheinlich so. Okay. Tadellos. Regen. Aha. Gibt es noch andere Früchte hier? Nee, außer das. Das ist aber voll. Heilungbeutel voll, aber hier.
Oh, wenn die platzen, dann werde ich vergiftet. Boah, ist das eine Riesenwelt, ey. Oh, das ist auch nochmal ein Baum hier. Tadellos Bonus. Machst du beim Sammeln einer Pflanze keine Fehler, erhältst du den tadellosen Sammelbonus. Wenn du die Pflanze in ihren bevorzugten Bedingungen sammelst, erhältst du den... Mhm. Okay, so. Da muss ich... Tadellos. Ist das... Warte mal. Da ist auch noch mal eine. Tadellos. Außer da haben wir noch ein paar Kisten. Guerillakämpfergriff, Langebogengriff, gut. Müssen wir mal gleich gucken, ob wir den mal verbessern können, ne? Was ist das für eine? Beste Qualität trocken. Eine Pflanze mit elektrostatischen Linealen, die Angreifer einen elektrischen Schlag versetzen. Okay. Und die aber können wir nicht sammeln, ne? Okay, nee. Stöcke haben wir nochmal genug. Hier ist nochmal einer von diesen wunderbaren Bäumen. Okay, tadellos. Die Frucht ist tadellos. Okay, zurück zur Station. Da waren wir gerade. Da ist die Station. Ich will ja nicht so weit weg von der Station. Hier ist nochmal was, guck mal. Jake und Tiri haben Augustins Kind adoptiert. Samen. Da. Nehmen wir tadellos trocken. Untersuchen. Beste Qualität trocken. Eine passierende Wasserpflanze, das als Werkmaterial verwendet werden kann. Aber einsammeln können wir das noch nicht. Untersuchen. Das kenne ich schon. Wir haben nur die eine Pflanze da nehmen können. Nehmen wir das hier nochmal mit. Da rein müssen wir auf jeden Fall wieder. Hier haben wir auch nochmal was. Auch nochmal was. So, ich bin ja richtiger Sammler geworden hier. So ein Messi. Weißt du? Können wir jetzt vielleicht eventuell kochen? Oh, jetzt können wir. Guck mal hier. So. Das Fleisch plus die Schutzfrucht Kochzutat. Effektdauer kurz. Mhm. Nach neueste sortieren. G-Rezept. Nee. Und jetzt F für kochen. Er kocht das, ja. Oh, das ist gar schön. Sehr gut, gut. Guck mal, Fleischbraten mit Früchten. Gut, 100% Energie. Rindenhaut, 8 Minuten. Du leidest 30 Sekunden weniger Schaden durch Wildtiere und RDA. Ein Braten mit gedünsteten Obst als Beilage, das für eine süße Note sorgt. Oh, die Katze wird gleich raus. Einen Moment, Leute. So, die Katze musste raus. Okay. Das könnten wir zum Beispiel jetzt als Favoriten einfügen, akzeptieren. Wenn wir jetzt auf Rezepte gehen, da haben wir das doch, siehst du? Zuletzt gekochte und wir haben ihn favorisiert. Wir können ja noch vieles andere probieren. Ne? Das ist ja nur erstmal. So, ich muss wieder näher ran. So, genau. Wunderbar. Warte mal. Und was ist das? Ach so, die Pflanze kenne ich ja schon. Ne? Ist es möglich, da irgendwas zu hacken? Nee.
Okay. War ja nur ein Test. Tee. Wegstecken, genau. Die von den Dingen, da habe ich jetzt noch nichts nehmen können, ne? Okay. Werkzeug, können wir jetzt was herstellen? Wir hatten doch diesen Pfeil und Bogen. Oh, siehst du, jetzt können wir was herstellen. Ja. Nehmen wir das hier. Das könnt ihr automatisch ausfüllen, aber wir könnten auch jetzt herstellen drücken. Prima. Gut. Flinker Bogen. 23 Schaden, Grandpfeil. Zielische Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen erhöht einen Effekt beim Akzeptieren. Jetzt könnten wir natürlich... Warte mal. Können wir noch mehr ausrüsten, wenn wir jetzt hier unseren Dings... wo ist denn der Pfeil und Bogen? Da, Blinker, ne? Blinkerbogen, den haben wir gerade hergestellt. Granatpfeil. Zielsicher Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen erhöht keinen beim Reiten. Schwachstellenschaden. 24, 6, 23. Der ist aber immer noch besser, ne? Also bleiben wir dabei. Dann hätte ich gerne noch Armschutzjäger, das habe ich ja schon, ne? Und den hier hätte ich noch gerne. So, hier war da noch nichts mehr, ne? War da noch was Spezielles? Nee. Laufmundus. Das heißt, wenn wir jetzt auf Herstellen gehen, könnten wir auch was mit der Schutzkleidung herstellen. Automatisch ausfüllen. Ne, da war leider nichts. Schiene. Auch nichts. Da haben wir auch nichts. Okay, ist alles nichts. Niedrige Energie, ich weiß, ich habe eine niedrige Energie, aber das ist jetzt egal. So, gehen mal rein. Polymerstocklager. Die habe ich gar nicht gesehen. Na gut, jetzt habe ich sie eingepackt. Rein da. Lass mich mal rein. Hä? Da. Ach so. Bin total verkehrt gewesen. So. Wo muss ich denn überhaupt jetzt hin? Was ist denn mein Jagdbuch? Was ist überhaupt dieses Polymer? Zu finden sind meistens in der Einrichtung und an ihren Einsatzort. Ein Lagereinheit, die Polymerstöcke enthält, die als Werkmaterial für Navi-Munition verwendet werden könnten. Okay. Quest jetzt eigentlich. Willkommen in Klango. Geh zum Briefing in die Kommandozentrale. Okay, achso, wir haben diese Einweisung, ne? Verfolgung. Verfolgen. Jetzt, da sind wir doch. John Mercer, Gründer des TAP-Programms. Kein Unbekannter für die Salentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom TAP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des TAP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma? In der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf. Vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. Sa'lek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren.
Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf, wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Mhm, okay. Der Rest der RDA kriegt auch noch ihr Fett weg. Die haben wir ja gerade schon genommen. Das sind diese Poly... Wie hießen die nochmal? Warte mal. Hier, Polymerstockstöcke. Die haben wir doch, ja. Die Verschmutzung, ne? Was ich nicht verstehe, ist dieser Bildschirm hier. Der ist total... Vielleicht kann ich in der Basis von Mercer noch ein paar Samson-Teile ergattern. Das kann sein. Warte mal. Einstellungen. Haben wir irgendwas übersehen bei der Grafik? Ultra. Jetzt müsste das doch eigentlich... Objektdetails. Kannst du auch noch höher stellen. 6, gerade so, ne? Wir sind am Limit, liebe Leute. Am Limit, sage ich euch. Ne? Wir gucken mal, ob das überhaupt so geht. Oh, das Spiel ist hängen geblieben, liebe Leute. Es geht nicht weiter. Nein. Nein. Wir warten mal ganz gut. Doch, jetzt kommt's. Keine Ahnung, wie ich das alles. Aber es ist immer noch. Wir sind jetzt auf Ultra. Aber ich verstehe nicht diesen Bildschirm hier. Wir könnten auch. Steuerung, Video. Das war ja vorher Vollbildschirm ohne Rand, ne? Vielleicht. Die Dings können wir nicht erhöhen. Hochskalierung, ich weiß nicht, temporär Anti-Analyse. Ich denke mal, wähle die Welt, temporär Hochskalierungsalgorithmus verwendet werden soll, um das Bild hoch zu skalieren. Ich denke mal von der Grafikkarte, ich weiß ja nicht, was der CPU macht hier. Wenn wir das nehmen würden, ne? Frame Generation an. Skalierungsqualität ultra unausgeglichen. Ich auf Bildratenbegrenzung habe ich nicht drin. Ich musste mal gucken, aber ich glaube, das mit dem Dings ist besser mit der Nvidia. Questführung, ne, hier Video. Da. Anwenden. Was auch immer uns erwartet, wir werden bereit. Ich weiß es nicht. Ich muss mal noch mal im Internet später mal gucken, was wir dazu schreiben. Die Besten und die Höchsten. Wir kämpfen weiter. Jawohl, für immer alle, doch. Die wir verloren haben. Oh, hier. Blendgranaten. Drücke G, um eine Blendgranate zu werfen. Wir haben Blendgranaten, um Gegner vorübergehend bewegungsunfähig zu machen. Da sind 3 Stück und ich kann nur 2 nehmen. Also sind meine Taschen noch nicht so 1000%. So, jetzt müssen wir warten, bis das Lämpchen wieder grün da oben ist. So. Der Ofen brennt. Wir können mal gucken in der Questlog. Wir folgen gerade nämlich keiner Quest. Verfolgen. Vernichte die pneumatische Turmecho. Ich muss die RDA. Okay. Das haben wir ja gesagt. Wo ist denn das? Können wir auf der Karte gucken. Hier ist einer, glaube ich. Und hier ist einer, ne? Sieht so aus. Ich weiß nicht. Pneumatische Turmecho. Werberkessel, da. Pneumatische Turmecho. Was ist das hier? Keine Ahnung, was ist das? Kann ich da nicht hier hin? Jetzt sehe ich erstmal, der Nebel verdeckt mir alles. Ah, ich muss aber diesen pneumatischen Dings Verfolgung auf Questlog anzeigen.
Okay, okay, so. Wo müssen wir denn hin? In welcher Richtung? Da, in die Richtung. Okay, dann gehen wir mal voran. Gehen wir mal hier entlang. Ist schon voll der Beutel. Mehr können wir leider nicht nehmen erstmal. Oh, 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 oh. Da unten ist das. Ich glaube, wir gehen nochmal, warte mal, Einstellung. Ich glaube, in den Vollbildmodus tatsächlich besser. Jetzt haben wir 100 Hertz. Endlich. Manchmal muss ich das, weil es ein 100-Hertz-Monitor. Muss man immer hin und her und dann klappt es manchmal. Manchmal klappt es aber nicht. Wie jetzt, siehst du, es klappt nicht. Nee, leider nicht. Zurück. Der Monitor schaltet nicht. Das ist wegen der Elgato-Karte. Ich glaube, die kann nur 60 Hertz. Ach Gott, okay. So, macht nichts. Zurück. Nee, warte mal. Haben wir denn jetzt Fenster drin? Oh, ich muss mal.